So, und wie ist das jetzt so, wenn man betrunken ist? Guten Morgen! Ich bin in Rom. Das ist meine Unterkunft. Ich bin mitten im jüdischen Viertel. Und da werde ich jetzt auch mal frühstücken gehen. Was ich vorhabe heute mit euch ist, dass ich euch so ein bisschen mitnehme auf meiner Tour durch Rom. Ich bin kein Rom-Experte, deswegen ist es schwierig, euch so Insider-Tipps zu geben. Aber ich nehme euch trotzdem ein bisschen mit durch verschiedene Viertel in Rom und hoffe, ich kann euch was Schönes zeigen. Und jetzt gehe ich erstmal Kaffee trinken. Auf Instagram schon mitbekommen. Ich bin ein Riesenfan von Rom. Ich finde, Rom ist wirklich eine der schönsten Städte, in denen ich jemals war. Neben Bordeaux. Ich glaube, das sind meine Top 2 schönsten Städten of all times, weil diese Architektur einfach so unglaublich schön ist. Diese Balkone mit den Palmen drauf und überall gibt es diese Dachgärten. Also wenn man in Rom unterwegs ist, sollte man unbedingt seinen Blick nach oben richten und sich angucken, was da so ist. Diese terrakottafarbenen Häuser überall mit so Patina und diese wunderschönen Türen. Also gleich an diesem Fleck vor meiner Haustür sehe ich schon alles, warum ich Rom so wunderschön finde. Ich werde nicht frühstücken. Ich hatte es mir eigentlich vorgenommen, aber es ist mir alles zu viel. Das sind alles so Paninis, die sind dann schon so eine richtige Mahlzeit. Ich würde gerne was Kleines oder Rührei oder so, aber ich habe das Gefühl, wie immer, korrigiert mich, wenn ich völlig falsch liege, die Italiener sind nicht so die Frühstücker. Also ich kenne es in Italien, dass man auch oft einfach nur einen Kaffee trinkt und diese fetten Frühstückskekse da reintunkt und dann erst zum Mittag richtig isst. Aber vielleicht ist das auch regional unterschiedlich. Jedenfalls werde ich jetzt einfach nur einen Kaffee trinken und dann weiterziehen. Dieses Restaurant kann ich sehr empfehlen. Es ist noch relativ früh, das heißt, die Müllwagen sind überall, deswegen ist es laut. Ich war da jetzt schon zweimal, weil mir das erste Mal das Essen so gut gefallen hat. Es ist so jüdisch-italienische Küche, so viel, soweit ich das beurteilen kann, sehr authentisch. Was ich auch empfehlen kann, wenn ihr hier seid und gerade Saison ist, ich glaube, dafür muss Saison sein, probiert unbedingt die Spezialität des Hauses, so eine frittierte Artischocke, die ist ziemlich, ziemlich geil, wenn ihr Artischocken mögt. Aber auch sonst sehr empfehlenswerter Laden. Ich glaube, die haben hier so viele Müllwagen, weil die Müllwagen so klein sind. Da passt ja nichts rein. Das war jetzt überraschend. Dann gehen wir jetzt mal weiter in ein mehr touristisches Viertel, so ein Shopping-Viertel, wo auch das Pantheon ist. Das Kolosseum zeige ich euch nicht. Aber mal gucken, was uns auf dem Weg so begegnet. Es ist auch noch relativ früh. Ich hoffe, es ist nicht so ganz so voll. Und dann zeige ich euch auf jeden Fall noch die Villa Borghese. Die ist nämlich wahnsinnig schön. Also mein persönlicher Rom-Sound ist... Das mache ich ungefähr alle 2 Häuser. Ich bin jetzt das zweite Mal in Rom. Das erste Mal war vor 3 Jahren, da war ich für 10 Tage hier, also schon für länger. Und da habe ich schon festgestellt, egal wohin man guckt, man dreht den Kopf und sieht irgendwas Schönes. Und dann muss ich halt immer machen. Lauft viel, seid viel zu Fuß unterwegs, weil so seht ihr einfach wahnsinnig viel. Achtet auf so Dachgärten, die sind wahnsinnig schön. Fast auf jedem Dach ist so ein Garten und guckt in jeden Hauseingang, weil Hauseingänge sind oft auch wunderschön. Da hinten ist dann manchmal so ein Garten drin und so eine Laterne wie hier jetzt zum Beispiel und guckt einfach viel nach oben und in Hauseingänge rein. Wo ich bin, dass ich mich einfach treiben lasse. Also ich bin nicht so jemand, der
sich die Sehenswürdigkeiten auf eine Liste schreibt und die dann abarbeitet, sondern ich denke immer, wenn ich einfach loslaufe, sehe ich auch genug. Und wenn mich dann wirklich was interessiert, was ganz speziell ist, natürlich laufe ich dann da auch hin, aber meistens bin ich gut damit gefahren, einfach loszulaufen und zu gucken, was ich so sehe. Wir sind jetzt unterwegs in eine Shoppingstraße. Ich mache mit euch jetzt keine krasse Sightseeing-Tour. Ich glaube, das kann dann jeder für sich selber entscheiden, ob er das möchte, wenn er in Rom ist. Ich finde immer diese Sehenswürdigkeiten so überlaufen, man merkt es hier schon. Deswegen zeige ich euch nur so ein bisschen was, wo ich vorbeikomme und was ich so schön fand. Das ist der schlechteste Unsichtbare, den ich jemals gesehen habe, glaube ich. Ich sehe ja von hier, von irgendwie 10 Meter Entfernung diesen Draht. Und den würde ich wahrscheinlich aus 50 Meter Entfernung auch noch sehen. Das ist ja so schade an diesen wunderschönen italienischen Städten, auch in der Toskana, dass man ganz oft einfach die Schönheit deswegen nicht mehr sieht, weil sie verstellt wird von Menschen. Aber man kann sich auch nicht beschweren, weil man ist ja selber auch dabei und will sich's angucken. Deswegen, so ist es halt. So ist es halt. Wenn ihr an so Mainstream-Shopping interessiert seid, dann seid ihr auf jeden Fall hier gut aufgehoben in der Area, in den Straßenzügen zwischen Piazza di Spagna und der Villa Borghese. Hier gibt es alles Mögliche, von Luxusläden bis zu H&M und Calzedonia, alles was man so kennt. Ist es nicht individuell, aber wenn ihr einfach schnell irgendwas braucht oder wenn ihr halt so shoppen geht, das ist völlig ohne Wertung, dann seid ihr hier gut aufgehoben. Piazza Navona, auch sehr bekannt. Das Gute ist, auch wenn ich mir nicht vornehme, eine Sightseeing-Tour mit euch zu machen, gibt es trotzdem ein bisschen Sightseeing. Ganz nebenbei. Wenn ihr gut zu Fuß seid oder euch Laufen nichts ausmacht, mir macht Laufen gar nichts aus, ich mag das gerne, wenn ich in fremden Städten bin, habe ich glaube ich schon tausendmal erzählt, dann laufe ich wirklich einfach stundenlang rum. Weil ich finde, dass man da am meisten sieht. Dann ist Rom auch gut für euch. Die meisten bekannten Plätze und so Sehenswürdigkeiten sehr zentriert sind. Und das kann man wirklich ganz gut ablaufen, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie keine gesundheitlichen Probleme hat oder einfach nicht gerne läuft. Ja. Sind wir im Garten der Villa Borghese. Ich glaube, die Villa ist, versteckt sich irgendwo da. Aber was man hier hat, ich bin ganz außer Atem vom Treppenstein. Obwohl ich im 5. Stock wohne, eigentlich bin ich gewöhnt. Und ich fahre ja noch an die Amalfi-Küste und da sollte es noch schlimmer sein. Ich bin gespannt. Naja, auf jeden Fall hat man hier einen wunderschönen Blick. Erstmal am Pantheon Mittagessen, dann zeige ich euch das auch noch. Und danach fahren wir mal in eine Gegend, die nicht so ganz so voll ist mit Touristen, hoffentlich. Wir sind jetzt am Pantheon und suchen mal dieses Restaurant. Und ich glaube, das ist in dieser Straße dort. Ich habe nämlich so einen Hunger. Ich habe ja nicht gefrühstückt, sondern nur einen Kaffee getrunken und jetzt sind wir ganz schön viel gelaufen schon. Es ist zu. Es ist zu, das Restaurant, das uns empfohlen wurde, ist leider zu. Und direkt am Pantheon will ich mich nirgendwo hinsetzen, weil das sind bestimmt die
größten Touristenabzockerläden. Aber ich kann jetzt auch nicht mehr ewig suchen, weil ich habe so einen großen Hunger. Wir sitzen jetzt in einem Restaurant, das ist direkt neben dem Restaurant, wo wir eigentlich hin wollten. Es sind nur sehr schicke Italiener um uns herum und das ist ja immer ein gutes Zeichen für Essen. Es sieht alles sehr um mich herum sehr lecker aus. Ich muss mich abhalten, nicht auf die Teller zu schielen. Marinierte Anchovies mit Burrata. Guten Appetit. Wir probieren das mal. Mein Fazit, eine halbe Flasche Rosé und ein Limoncello später. Es war sehr gut. Wir sind jetzt hier einfach so voll randommäßig reingegangen, aber das Essen war super, die Preise waren normal, es ist nicht super günstig. Man kann das. Es fällt mir schwer als Berlinerin halt Preise zu vergleichen, weil in Berlin ist alles super günstig und das war jetzt nicht, obwohl in Pantheon-Nähe, teurer als bei uns im jüdischen Viertel oder das, was wir sonst so erlebt haben. Es war alles voll okay. Trotzdem wäre ich vorsichtig mit so Läden, die wirklich direkt in den Touristenspots sind. Und das hier, also der Platz ist jetzt nicht wahnsinnig schön, der ist halt voller Autos. Vielleicht fährt man aber damit trotzdem besser, was Essen angeht, als jetzt direkt am Pantheon. Obwohl, wenn es ein Kirchturm ist, dann nicht. Wenn da Glocken drin sind. Will man nicht. Kirchenglocken sind auch auf 1 Kilometer schon nervig. Wenn sie direkt über deinem Schlafzimmer sind, dann geht das leider nicht. Hier sind wir. Und was? Hier müssen wir hin. Also eigentlich müssen wir mit dieser gelben zu San Giovanni und dann dieses kleine Stück mit der grünen, aber hier ist so irgendwas gestricheltes. Das heißt, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich mag in anderen Städten U-Bahn fahren, weil das immer so was Reales hat. Weil jeder Mensch, wenn er irgendwo lebt, muss halt U-Bahn fahren, wenn man kein Auto hat. Busfahren in Rom ist ein großer Abfuck. Voll, high. Der Verkehr ist so, dass man das Gefühl hat, man bewegt sich zentimeterweise vorwärts und nicht meter- oder kilometerweise. Ein Römer, den ich mal vor ein paar Jahren kennengelernt habe, der meinte auch, dass Rom ein sehr schlecht ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz hat. Das merkt man auch daran, dass es einfach wahnsinnig viele Autos gibt. Und man mit dem Bus dann natürlich dementsprechend langsam vorankommt. Aber jetzt sind wir irgendwie ungefähr da, wo wir hinwollen. Noch sieht es nicht sehr vielversprechend aus. Es ist einfach nur alles voller Straßen und Autos. Aber mal gucken, was noch so kommt. Wir sind jetzt in Veneto. Und es wirkt erstmal wie so eine Wohngegend. So ein bisschen gemischt, so ein bisschen alternativ, ein bisschen dreckig, ein bisschen hübsch, ein bisschen so, wie ich es eigentlich mag. Aber wir haben jetzt noch nicht so richtig das gefunden, warum man sagt, das ist jetzt hier so das Brooklyn von Rom. Aber wir laufen mal ein bisschen weiter und schauen mal. Geil, da vorne ist diese Riesenstraße und dann geht man einmal so ein bisschen irgendwo rein und schon ist es still. Sehr angenehm. Und sehr grün ist es hier. Ach, wie nett! Da lohnt sich doch direkt der Ausflug. Und die meisten von euch haben sich gewünscht, etwas gezeigt zu bekommen, was ein bisschen abseits der Touristenmassen ist. Und das sieht mir hier ganz danach aus. Das ist hier so eine Fußgängerzone, glaube ich zumindest. Ich glaube, hier dürfen keine Autos fahren. Und hier sind ganz viele Cafés, Bars und keine Menschen oder weniger Menschen, wesentlich weniger Menschen. Ich würde mich jetzt gerne irgendwo hinsetzen und einen Aperol Spritz trinken. Wir sind etwas zu früh, glaube ich. Also die Cafés und Bars füllen sich hier langsam.
Aber die meisten bauen auch gerade erst auf. Wahrscheinlich tobt hier abends der Bär. Das war der kleine Ausflug nach Pineto. Ich muss sagen, diese Fußgängerzone ist wirklich wahnsinnig schön und ich kann auch diesen Vergleich mit Brooklyn irgendwie nachvollziehen. Aber soweit ich das überblicken kann, ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn es nicht stimmt, ist es wirklich nur diese Fußgängerzone, die jetzt geil ist, auch sich da hinzusetzen. Und es ist bestimmt total cool, hier einen Abend zu verbringen oder auch wenn man mal so einen Day-Drinking-Tag hat oder so. Aber ringsrum sind auch große Straßen und wirklich reine Wohngebiete. Und wenn man im Zentrum wohnt, wie wir jetzt, dann ist es schon echt ein Ritt hierher. Also am Ende braucht man so ungefähr eine halbe Stunde, es geht auch noch klar. Aber vielleicht nur so als Anmerkung, dass es wirklich jetzt nicht so ein Riesengebiet ist, sondern nur so ein kleiner Straßenzug. Station zu unserem letzten Viertel und das ist Trastevere und dafür müssen wir erstmal über diese Brücke gehen und kommen dann in ein Viertel, was ein bisschen ruhiger sein soll als dieses Touristenviertel, wo wir in der Mitte waren, also mittags waren. Es ist aber auch nicht so abgelegen wie das, wo wir gerade waren. Es ist schon sehr touristisch, aber es ist wahnsinnig schön mal wieder. Habe ich jetzt auch schon wieder tausendmal gesagt. Lasst euch überraschen. Eine sehr nette Nachricht, die ich bekommen habe über Instagram, als ich euch gefragt habe, was ihr gerne sehen wollt von Rom und welches Thema euch interessieren würde, war: Hä? Mach doch mal Urlaub. Darüber habe ich mich sehr gefreut und es stimmt. Ich sollte einfach mal Urlaub machen und ich mache das auch. Nach Rom werde ich an die Amalfiküste fahren und da wird es dann wirklich mal Urlaub geben. Aber ich finde, ich habe das Bedürfnis, diese Städte, in denen ich bin, die ich so wunderschön finde, mit euch zu teilen. Und deswegen gibt es dieses Video. Hier ist dieses Instagram-Foto entstanden. Wir sitzen jetzt im Aristocampo. Da saßen wir auch vorher schon, da haben wir schon mal gefrühstückt. Und es ist sehr nett hier. Ich liebe es ja, in Cafés zu sitzen und Leute zu beobachten. Und das kann man hier so perfekt. Es ist kein Autolärm hier, es kommen nur Fußgänger vorbei. Kann man beobachten, man kann hier seinen alkoholischen Spritz trinken, den wir noch nicht haben, aber gleich. Und es ist sehr nett. Es gibt so klischeemäßige, karierte, rote, italienische Tischdecken und das finde ich sehr hübsch. Und das ist alles sehr hübsch. Was in Rom total auffällt oder woran ich jetzt öfter schon denken musste, ist, dass man so viel faken kann und dass ich glaube, dass so Travel-Blogger und so krass viel faken und einfach die Menschen raushalten und so tun, als wäre da überhaupt keiner. Ich möchte das nicht machen. Ich möchte euch sagen, wie ich es ehrlich empfinde und das mache ich, glaube ich, auch. Weil ich das unehrlich finde, wenn man so tut, als wäre der Ort so romantisch und man sieht nur schöne Sachen. Dabei sind unten 1000 Menschen und 1000 Autos. So ist es halt einfach nicht. Man muss sich diese schönen Orte auf der Welt meistens teilen. Es sei denn, man entdeckt zufälligerweise wirklich irgendwelche geheimen Orte. Aber darüber stolpert man entweder durch Bekanntschaften, durch Einheimische oder zufällig. Aber die Orte, die bekannt sind und schön sind, die muss man sich leider teilen. Es ist so. Und wenn man dann so tut, als wäre hier keiner, ist es irgendwie auch nicht cool. Weil dann gibt man einen Tipp weiter, den es so einfach gar nicht gibt.
soul. I play reggae. Wir sind jetzt fertig in Trastevere. Das war die kleine Rom-Tour in vier verschiedenen Vierteln. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wie gesagt, ich bin kein Insider. Ich habe euch jetzt einfach mitgenommen auf die Tour, die ich selber gemacht habe. Und wenn jemanden kennt, der in Rom lebt, oder sogar einen Italiener oder eine Italienerin natürlich, der Bock auf ein So wohnt hat. Ich bin total offen und ich habe voll Bock auf ein internationales So wohnt. Wenn ihr Connections habt, dann immer her damit. Mein Fazit habt ihr, glaube ich, mitgekriegt. Es gibt Pros und es gibt Kontras. Ich würde trotzdem empfehlen, hier mal hinzukommen. Auf jeden Fall ist es wunderschön. Trotz der Kontras. Ich gehe jetzt weiter Aperol Spritz trinken und essen. Auf Wiedersehen. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert hier den Kanal. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann guckt hier die letzten Videos.